Schulz hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute eine kleine, aber weitreichende Änderung im Vereinsgesetz. Die Bundesregierung will mit dem Gesetzentwurf das Kennzeichenverbot in § 9 praxistauglicher ausgestalten und eine Schwachstelle in unserem Vereinsgesetz beheben. Die Polizei soll damit gleichzeitig ein neues Instrument im Kampf gegen die organisierte Kriminalität erhalten. Ein Verein kann verboten werden, wenn ihm eine schwerwiegende Gefährdung der Allgemeinheit und entsprechende Straftaten nachgewiesen wurden. Mit dem Verbot wird dann auch das Tragen des Abzeichens dieses Vereins strafbar. Wenn der verbotene Verein allerdings lediglich eine Ortsgruppe einer größeren Dachorganisation ist, dann gilt das nicht gleichermaßen auch für die gesamte Organisation. Und auch das Tragen des gemeinsamen Abzeichens, das sind zum Beispiel Fahnen, Uniformstücke und andere Abzeichen dieses Dachverbandes, sind dann nach geltendem Recht nicht strafbar und auch dann nicht, wenn mehrere Organisationen als kriminelle Vereinigung verboten wurden. Der Koalitionsvertrag sah daher bereits eine Änderung in diesem Bereich vor, und der Bundesgerichtshof hat auch erst im Juli letzten Jahres auf diese Strafbarkeitslücke hingewiesen. Es ging dabei um das Tragen von Rockerkutten, die verschiedene Ortsbezeichnungen hatten, aber das gleiche Kennzeichen verwendet haben. Diese Lücke wollen wir jetzt schließen, und das ist sicherlich kein Allheilmittel, aber es ist absolut richtig, es ist wichtig und ein weiterer Beitrag. Das Vereinsgesetz soll künftig auch objektive und klar definierte Kriterien enthalten, an denen die Polizei auch feststellen kann, ob ein im Wesentlichen gleiches Kennzeichen verwendet wird, das bereits verboten wurde. Subjektive Merkmale wie die Auslegung, ob es vielleicht die gleiche Zielrichtung ist, das wird gestrichen. Subjektive Merkmale sind auch in der Regel wenig praxistauglich, sodass auch diese Änderung ein wichtiges Instrument ist für unsere Behörden. Die entsprechende Strafnorm in § 20 soll angepasst werden, indem sie ausdrücklich auf das Kennzeichenverbot in § 9 verweist. Warum brauchen wir diese Verschärfung? Diese Verschärfung kann vor allem im Kampf gegen Rockergruppen helfen. Sie nennen sich selbst verharmlosend Motorradclubs. Tatsächlich sind es aber Clubs, die für schwerste Verbrechen wie Drogen- und Menschenhandel, für Erpressungen, brutale Gewalttaten bis hin zum Mord verantwortlich sind. 8,4% aller Verfahren im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität in Deutschland entfallen auf diese Gruppierungen. Und das Bundeskriminalamt hat in seinem letzten Lagebild zur organisierten Kriminalität auch von einem deutlichen Anstieg der Verfahren gegen diese Rockergruppierungen gesprochen. Und trotz Verboten werden ständig neue Ortsgruppen gegründet. Und zuletzt war die Presse auch wieder voll von Gewaltexzessen in diesem Rockermilieu. Die Mitglieder glauben, dass sie sich in ihrer Gemeinschaft vor dem Gesetz verstecken können. Und ich glaube, dass wir mit dem Kennzeichenverbot, mit der Verschärfung im Vereinsgesetz zumindest ein Stück weit dem auch entgegenwirken können. Sie haben es gesagt, Frau Kollegin Mihalic, deshalb sind Sie nicht gleich von der Bildfläche verschwunden. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen zu sagen, auch seitens des Rechtsstaates, dass man dieses gemeinsame Kennzeichen in diesen schweren Fällen der organisierten Kriminalität auch für alle, die damit irgendwo im Zusammenhang stehen, verbieten sollte. Ich halte das für den richtigen Schritt. Und liebe Frau Kollegin Jelbke, nicht nachvollziehen kann ich, wie man dem nicht zustimmen kann und das Ganze mit Fußballvereinen vergleicht. Es geht hier um das Tragen eines gemeinsamen Kennzeichens, ein bestimmtes Symbol, das auch steht für organisierte Kriminalität, für schwerste Verbrechen, die dort begangen worden sind. Und ich kann deshalb nicht nachvollziehen, wie man einer solchen Änderung nicht zustimmen kann. Unsere Polizei steht heute vor großen Herausforderungen. Islamistische Terroristen, gewaltbereiter Links- und Rechtsextremismus und organisierte Kriminalität, die wir allesamt mit ganzem Einsatz verhindern und bekämpfen müssen, fordern von unserer Polizei Höchstleistung. Und mit diesem kleinen Beitrag können wir unseren Sicherheitsbehörden auch effektivere Mittel an die Hand geben. Und deshalb bitte ich, die Beratungen konstruktiv zu begleiten. Und vielleicht können wir ja doch
schlussendlich am Ende des Verfahrens allesamt dieser Änderung zustimmen. Vielen Dank. Ich